Hallo zusammen und willkommen. Dehnungsstreifen treten immer dann auf, wenn sich das Bindegewebe zu stark dehnt. Es entwickeln sich narbenähnliche, rötlich-bläuliche Streifen, die später eine weiße Farbe annehmen. Sie kommen häufig bei Schwangeren vor, da bei ihnen der Bauch bis zur Geburt enorm an Umfang zunimmt. Dehnungsstreifen können sich außerdem bei nicht schwangeren Frauen oder Männern bilden, falls diese in kürzester Zeit viel Fettgewebe einlagern oder abnehmen. Auch bei Sportlerinnen und Sportlern treten sie auf, wenn diese zu schnell zu viel Muskelmasse aufbauen. Du leidest auch unter Dehnungsstreifen und möchtest sie endlich loswerden? Dann haben wir im heutigen Video 4 Tipps, mit denen du sie schnellstmöglich entfernen kannst. Wenn du dich für natürliche Heilmittel interessierst, dann haben wir einen Geheimtipp für dich. Näheres dazu findest du in unserer Videobeschreibung. Und um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Tipp Nummer 1: Warte nicht zu lange. Dehnungsstreifen loszuwerden ist mit Sicherheit keine einfache Aufgabe. Doch besonders wenn du relativ früh nach ihrer Entstehung mit der entsprechenden Behandlung beginnst, hast du gute Chancen, sie zu bekämpfen. Ist die vernarbte Haut rot oder lila verfärbt, kannst du versuchen, sie mit alterprobten Hausmitteln zu behandeln. Besonders gut geeignet sind Öle wie zum Beispiel Mandel-, Kamillen- oder Lavendelöl. Trage das Öl auf die betroffene Haut auf und führe eine sogenannte Zupfmassage durch, bei der du kleine Hautpartien mit Daumen und Zeigefinger greifst und nach oben ziehst. Da Aloe Vera zu einer schnellen Wundheilung beiträgt, kannst du die Heilpflanze auch zur Bekämpfung von Dehnungsstreifen verwenden. Benutze sie dafür regelmäßig in Form von Lotion oder Gel. Ein weiteres Heilmittel, das du mit Sicherheit zu Hause hast, ist die Zitrone. Sie gilt als natürliches Bleichmittel, indem sie abgestorbene Hautzellen reduzieren und die betroffene Haut somit aufhält. Auch Glycerin kann helfen, da es die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und die Elastizität verbessert. Tipp Nummer 2: Verwende eine Creme gegen die sich entwickelnden Dehnungsstreifen. Sind deine Dehnungsstreifen noch nicht älter als 6 Wochen, kannst du mit geeigneten Cremes gegen sie vorgehen. Hilfreich sind vor allem die, die Alpha-Hydroxysäuren enthalten. Diese natürlichen Fruchtsäuren wirken wie ein Peeling, indem sie die oberste Hautschicht entfernen. Dadurch wird die Kollagenbildung angeregt, was zu neuem Bindegewebe führt. Außerdem kannst du zu tretinoinhaltigen Cremes greifen. Dank der enthaltenen Vitamin-A-Säure produziert die Haut neue Zellen und reduziert damit die Dehnungsstreifen erheblich. Tipp Nummer 3: Eine Lasertherapie bei älteren Dehnungsstreifen. Leidest du schon längere Zeit unter Dehnungsstreifen, werden Cremes nicht mehr viel bewirken können. Sind sie noch rötlich verfärbt, hast du aber die Möglichkeit, dich einer Lasertherapie zu unterziehen. Ein spezieller Farbstofflaser regt die Bildung von Kollagen in der Haut an, wodurch das narbenähnliche Gewebe immer mehr verschwindet. Ein anderer Laser, der sogenannte Excimer-Laser, arbeitet mit UVB-Strahlung, der die Melaninsynthese anregt. Dadurch vermehren sich die Pigmente, die zu einer Braunfärbung der Haut führen. Auf diese Weise nehmen die weißen Dehnungsstreifen eine dunklere Farbe an und sind nicht mehr so deutlich erkennbar. Der Vorteil bei dieser Methode ist, dass eine äußerst gezielte Behandlung erfolgt, bei der die umliegende gesunde Haut verschont bleibt. Tipp Nummer 4: Auch die Mikrodermabrasion ist eine Lösung. Neben der Lasertherapie gibt es mit der Mikrodermabrasion noch ein weiteres effektives Verfahren gegen Dehnungsstreifen. Dabei wird die oberste Hautschicht mit Sandschleifpapierartikeln abgerieben. Im nächsten Schritt dann werden diese abgesaugt. An dieser Stelle bilden sich neue Hautzellen, wodurch die Dehnungsstreifen nach und nach verschwinden. Da es bei dieser Methode nach der Behandlung zu Hautirritationen kommen kann, musst du anschließend unbedingt auf ausreichend Sonnenschutz achten, um deine Haut nicht nachhaltig zu schädigen. Wie du siehst, musst du dich keinesfalls mit deinen Dehnungsstreifen zufrieden geben. Stattdessen stehen dir viele Methoden zur Verfügung, um diese effektiv zu bekämpfen. Besser ist es jedoch, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Achte deshalb auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung, die viele Vitamine, vor allem E und K, Zink und Fischöl enthält.
Trinke zusätzlich ausreichend Wasser und benutze regelmäßig feuchtigkeitsspendende Cremes. All diese Maßnahmen führen dazu, dass sich die Spannkraft und die Struktur deiner Haut verbessert. Und das führt natürlich im Allgemeinen zu schönerer Haut, die Dehnungsstreifen verhindert. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.